Die Desperados of Ireland bemühen sich sehr intensiv, anders zu sein als andere irische Step-Dance-Ensemble. Wir sind sehr daran interessiert, eine authentische Geschichte durch unsere Programme zu erzählen. Wir wollen wirklich über das wahre Irland etwas erzählen. Und wir sind nicht interessiert daran, eine Art Las Vegas Show zu sein, die mit Glitter, Flitter einfach und vielen Show-Effekten beeindruckt, sondern wir versuchen mehr mit Inhalt zu beeindrucken. Unser Live Love and Lore of the Irish Traveller Programm ist ein Tribut an die Subkultur der irischen Nomaden. Ohne sie hätte höchstwahrscheinlich irische traditionelle Musik und Gesang und Tanz in den 50er Jahren nicht überlebt. Es gab einige wichtige Familien unter den irischen Travelern, die einfach an ihrer Kultur festgehalten haben und sie gerettet haben. Bislang wurde das einfach in Irland und auch weltweit nicht so richtig anerkannt und unser Programm ist einfach ein Ausrufezeichen, dass es wirklich festhalten tut. In den 50er Jahren wurden sie aber ähnlich wie nordamerikanische Indianer in eine Art von Reservate abgedrängt. Und das hat leider dieses wunderbare traditionelle Leben beschädigt und zum Ende gebracht. In unserem Programm zeigen wir einfach das wunderbare Leben vor der Zeit im Reservat und dann der Niedergang danach. Und es ist eine bewegende Geschichte. Wenn unser Publikum den Konzertsaal verlässt, dann fühlt man sich ähnlich, wie wenn man einen bewegenden Kinofilm gerade gesehen hat.